Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Dieses Lesezeichen habe ich mir vor ein paar Jahren, als ich noch mehr geklöppelt habe, mal geklöppelt. Das sieht sehr schön aus. Es dauert aber auch immer sehr lange, bis ich so ein Lesezeichen fertig geklöppelt habe. Und da ich dazu neige, meine Lesezeichen dauernd zu verlegen, das heißt, ich lasse die immer in irgendwelchen Büchern und finde die dann nicht wieder, habe ich mir überlegt, dass ich mir heute ein paar Lesezeichen nähen möchte. Und wie ich so ein einfaches Lesezeichen nähe, das möchte ich euch in meinem heutigen Video zeigen. Und zwar ist mir das immer wichtig, dass das Lesezeichen sehr flach ist, damit die Seiten meines Buches, wenn ich das Lesezeichen im Buch lasse, nicht so auseinandergedrückt werden. Deshalb habe ich so ein Lesezeichen schon mal zur Probe genäht, einfach nur aus zwei Stoffresten, ohne Flieseline, unten ein paar Bändchen angenäht und fertig ist das Ganze. Dies habe ich mal genäht aus Stoffresten. Dann habe ich mir eins aus diesen Stoffen genäht, mit diesen Erdbeeren. Da dachte ich, das könnte ich in mein Kochbuch legen. Und dann habe ich nochmal ein etwas größeres Lesezeichen genäht für ein Kinderbuch. Die Bilderbücher, die sind ja manchmal etwas größer. Dafür habe ich dann mal so ein etwas größeres Lesezeichen genäht. Also diese drei habe ich schon mal vorbereitet. Und gleich zeige ich euch aus Stoffresten, wie ich noch ein weiteres Lesezeichen nähe. Ich habe hier ein etwas kleineres Buch, das ist 19 cm lang. Da kann ich dann natürlich nicht so ein großes Lesezeichen für so ein Buch nähen, sondern ich muss mich ein bisschen danach richten, wie lang das Buch ist. Dieses Buch ist 19 cm, deshalb habe ich mir zweimal Stoff zugeschnitten, 17 cm lang. Das eine Stoffrechteck ist 11 mal 17 cm lang und das zweite ist 7 mal 17 cm lang. Wenn ihr andere Maße nehmt, es müssen immer 4 cm Unterschied beim Stoff sein. Also der Außenstoff muss immer 4 cm breiter sein als der Stoff, der dann innen ist. Also so wie hier, dies ist der innere Stoff, der ist 4 cm schmaler zugeschnitten als der Außenstoff. Dann nehme ich meine beiden Stoffrechtecke, lege die rechts auf rechts an den langen Seiten zusammenlegen und dann nähe ich einmal hier die eine lange Seite füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5 zusammen. Und wenn ich das gemacht habe, ich stecke das mal eben einmal fest, damit man das ein bisschen sieht, aber nähen tue ich solche kleinen Sachen immer, ohne dass ich mir das groß feststecke. Also wenn diese Naht jetzt genäht ist, dann nehme ich das Ganze und nähe hier die zweite auch so. Auch einmal so füßchenbreit dran lang nähen und das da auch zusammennähen mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5. Und am Anfang und am Ende auch immer verriegeln, stecke ich auch mal eben so fest, damit man schon mal sieht, wie das gleich aussieht. Dann hat man gleich so einen etwas komisch aussehenden Schlauch genäht. Ich zeige euch dann gleich, wie es aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus und die Nahtzugaben, die streiche ich jetzt einfach mit dem Finger, mit dem Fingernagel einmal so auseinander auf beiden Seiten, einfach so mit dem Daumennagel oder Fingernagel so auseinander streichen die Nahtzugaben und dann den ganzen Schlauch einmal wenden. Dann sieht das schon mal so aus. Und dann gehe ich damit zum Bügelbrett und bügel das Ganze. Und zwar so, dass der bunte Stoff in der Mitte ist und an der Seite so eine schmale Kante von dem einfarbigen Stoff zu sehen ist. Und
Wenn man das bügelt, dann muss man immer aufpassen, dass die Nahtzugaben so auseinandergefaltet bleiben auf beiden Seiten. Also erst mit dem Finger so ein bisschen vorpressen und dann mit dem Bügeleisen das Ganze einmal so bügeln. Nachdem ich das jetzt so gebügelt habe, möchte ich hier unten noch so ein paar Bändchen mit einnähen, so wie ich das hier auch gemacht habe. Hier habe ich einfach etwas Spitze und zwei Bändchen mit eingenäht. Dazu schneide ich das einmal hier unten mit der Zickzackschere gerade ab. Und dann kann ich mir hier unten die Bändchen einlegen, oder ich habe jetzt hier so Satinbändchen genommen, aber da könnt ihr auch nehmen, was ihr habt, so Spitzenreste oder Zackenlitze oder eben Satinbändchen oder Schleifenbändchen, was man so hat, kann man damit annähen. Also die möchte ich hier unten einnähen. Als nächstes muss ich hier jetzt einmal drumherum nähen. Und zwar einmal hier die Längsseiten, da habe ich genau auf der Naht mit einem ganz normalen Gradstich Stichlänge 2,5 entlang genäht. Man kann aber auch, so wie ich das bei diesem Lesezeichen gemacht habe, einfach einen Stickstich nehmen und hier mit einem Stickstich entlang nähen. Das habe ich hier gemacht und hier unten habe ich das auch mit einem Stickstich gemacht. Wenn ihr keine Zierstiche an eurer Nähmaschine habt, dann könnt ihr einfach die Längsseiten hier genau auf der Naht mit einem ganz normalen Gradstich Stichlänge 2,5 entlang nähen und hier unten und auf dieser Seite einfach mit einem Zickzackstich entlang nähen. Da kann man sich den Zickzackstich ja etwas kleiner stellen, damit die Bändchen gehalten werden. Dann ist das hier unten sauber, hier oben auch, und dann ribbelt nichts auf. Und nachdem man dann da so einmal drumherum genäht hat, also hier mit einem Gradstich oder Zierstich, hier unten mit einem Zierstich oder kleinem Zickzackstich, hier oben mit Zierstich oder Zickzackstich, dann kann man hier oben auch nochmal mit der Zackenschere abschneiden und dann ist das ganze Lesezeichen schon fertig. Nachdem ich das dann so genäht habe, wie ich das eben erklärt habe, schneide ich dann auf dieser Seite auch noch einmal vorsichtig mit der Zackenschere entlang. Vorsichtig deshalb, dass ich hier oben nicht in die Naht einschneide. Und dann habe ich ja hier die Satinbändchen, die kann ich mir auch alle noch ein bisschen in die passende Länge schneiden, so wie man das haben möchte. Und damit die hier am Ende unten nicht ausfransen, diese kleinen Satinbändchen, nehme ich dann nochmal mein Feuerzeug und senke die hier unten einmal vorsichtig ab. Dann sind die so ganz leicht verschmort und können nicht aufribbeln. Und damit ist mein Lesezeichen fertig. Und es passt auch ganz gut in dieses Buch. So von der Größe ist das so ganz gut. Das ist das fertige Lesezeichen. So, das ist nun eine kleine Auswahl der Lesezeichen, die ich genäht habe. Wie ich schon sagte, sie sind schneller genäht, als man so ein Lesezeichen klöppeln kann. Die sind auch sehr schön, diese geklöppelten Lesezeichen, weil die so schön flach sind, aber es dauert halt, bis man die fertig hat. Und diese Lesezeichen sind auch sehr flach und schnell genäht und für meine Zwecke reichen sie und ich würde mich freuen, wenn ihr mit der Anleitung auch etwas anfangen könnt. Vielleicht wollt ihr ja auch mal ein Lesezeichen nachnähen. Wenn ihr mal mehrere Lesezeichen nähen wollt, dann könnt ihr auch ganz einfach zwei etwas längere Stoffstreifen zuschneiden. Näht die aneinander, schneidet die dann auseinander, macht dann unten so ein paar Bändchen rein oder Zackenlitze oder Spitze oder was man so noch rumliegen hat zu Hause. Und dann habt ihr gleich mehrere Lesezeichen in einem Rutsch genäht. Ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!